Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie recht herzlich und öffne die Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel Kickers-Emden gegen Blau-Weiß PSV Rehn. Tja, ich denke mal, ein gutes Spiel haben wir gesehen und verdient gewonnen nach meiner Meinung. Ich begrüße auch noch kurz die Pressevertreter hier bei uns und darf dann die Trainer begrüßen. Einmal zu meiner Linken unseren Gästetrainer Christian Arambasic und zu meiner Rechten wie immer unseren Stefan Emmerling. Ja, Christian, darf ich dich bitten, an der Stelle nochmal zum Spiel abzugeben. Ja, guten Abend erstmal alle zusammen. Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Auch wie du es gesagt hast, glaube ich, richtig verdienter Sieg. Das Spiel an sich ist für uns bitter, weil wir vieles von dem, was wir heute gesehen haben, eigentlich auch genauso erwartet haben. Haben uns eigentlich darauf eingestellt, haben heute ja ein bisschen abwarten agiert, nicht so früh gepresst, wollten auf die zweiten Bälle gehen und dann schnell umschalten. Ist uns heute aber über weite Strecken leider überhaupt nicht gelungen. Und wenn, dann muss man einfach sagen, hat das Stefans Truppe heute sehr, sehr clever gemacht, weil sie im richtigen Moment einfach auch das Foul gezogen haben, den Konter somit super gestoppt. Und das ist eben auch eine gewisse Cleverness, die bei meinen eben dann heute nicht vorhanden war. Wenn man heute sieht, dass wir aus vier ruhenden Bällen die vier Tore kassieren, zwei Freistöße, zwei Elfmeter, ja, drei davon absolut unnötig, die Tore, ist es ärgerlich. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, Kickers-Emden war heute galliger, bissiger, lauffreudiger. Es war einfach mehr Wille da, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Und ja, wir fahren heute mit 0 Punkten nach Hause, auch völlig verdient. Und das tut weh, weil wir uns heute viel vorgenommen haben hier in Emden, genauso wie Kickers sicherlich auch. Und ja, Stefan und seiner Truppe ist es heute gelungen, uns nicht. Und wir müssen uns schütteln und ja, nächste Woche weiterarbeiten und an den Fehlern arbeiten, so dass wir weniger Fehler machen, weil vier Tore sind einfach zu viel. Damit kannst du auch kein Spiel gewinnen, das ist einfach unmöglich. Und ja, ich wünsche Stefan und euch alle hier und Kickers-Emden weiterhin viel Erfolg. Und ja, bis bald. Ja, danke Christian. Ja, Stefan, dann deine Stellungnahme bitte. Ja, moin zusammen erstmal. Vielen Dank, Christian, für die Glückwünsche. Ich denke, wir waren genauso gespannt wie ihr jetzt, Christian, wie wir ins Spiel gehen, weil wir haben ja auch die letzten zwei Spiele in der Meisterschaft verloren, auswärts, und haben viel zu viele Gegentore bekommen. Aber eins ist auch klar, und da hat man ja auch unter der Woche schon in der Presse ja auch lesen können, bei 17 Neuzugängen geht es halt auch darum, schnell zusammenzufinden und Details dann zu verbessern, zu verändern, um halt gefestigter zu sein. Und wir wissen ja selber, dass man am Ende nur weit oben stehen kann, wenn man relativ wenig Gegentore bekommt. Und heute, finde ich, haben wir es wirklich gut wegverteidigt, bis auf das Ausgleichstor. Haben relativ wenig zugelassen, haben viele, viele Chancen herausgearbeitet. Auch wenn die Tore durch vier. Mein Name ist Friedrich Schilling, erster Vorsitzender der BSV. Diese Karte wird hier Auch wenn die vier Tore durch Standardsituation erzielt wurden, haben wir viele, viele Torschancen herausgearbeitet und Christian hat es schon gesagt, es war ein mehr als verdienter Sieg und wir freuen uns über die drei Punkte und wir haben den Anschluss wieder ein bisschen hergestellt und haben natürlich auch noch ein Nachholspiel, ähnlich wie der BSV Rehn und haben jetzt auch heute wieder gezeigt, dass es viel Spaß macht hier im Ostfriesland-Stadion. Drei Punkte einzufahren. Vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ja, danke Stefan. Ich darf dann auch den ersten Vorsitzenden vom BSV Rehn recht herzlich begrüßen. Ich würde ganz kurz auf das Wort gehen. Moment, wir machen jetzt die Pressekonferenz. Ja, wir machen sie zu Ende. Gibt es denn Fragen seitens der Presseleute? Stefan, kannst du mal sagen, wie du den Fabian Herbst gesehen hast bei seinem Debüt? Ja, wir wussten ja nach dem Ausfall von Efkan Erdogan, dass wir eventuell noch nachlegen mussten. Und bis zum Schluss war jetzt nicht der Spieler mit dabei. Es hat sich dann erst kurz vor Schluss die Tür aufgetan mit Fabian Herbst. Und letzte Woche war er leider noch nicht spielberechtigt.
Er hat heute ein sehr, sehr gutes Debüt gegeben und ja, mit einem Sieg, mit einem Heimspiel, mit einem 4:1 zu starten, ist natürlich ein sehr, sehr guter Einstand und er hat das sehr ordentlich gemacht. Wie hatte Basti dann sozusagen jetzt die Nicht-Nominierung aufgenommen? So wie es in der Zeitung stand. Basti ist auch ein Sportsmann. Bitte? Professionell. Ja, er hat das ja schon angekündigt und keiner kann es besser nachvollziehen, wie es manchmal im Fußball läuft. Es gibt dann so Phasen, wo du einfach denkst, hey, wie kann es jetzt sein, dass ich in so vielen Situationen verwickelt bin, aber ich weiß, dass Basti ein Kämpfer ist und sich da rausboxt und vorbildlicher, als er sich jetzt verhalten hat, geht's nicht. Mhm. Dann noch eine Frage zum Torwartwechsel. War das wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen oder sportliche? Oder? Ah, nee. Zum einen, ja, Moritz Onken hat so eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen aus dem letzten Spiel. Aber wir müssen natürlich auch sagen, dass auch bei den Torhütern gilt ja so das Leistungsprinzip. Und wenn ein Isak Djokovic im Training so hart arbeitet und dann im Pokal auch so gut hält, und er dranbleibt und nie den Kopf hängen lässt, war er jetzt gerade so diese Nasenspitze vorne und deswegen hat er heute von Anfang an gespielt. Ja, okay. Gibt es weitere Fragen seitens der Pressevertreter? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann erstmal schließen wir die Pressekonferenz. Das andere ist außerhalb der Pressekonferenz. Ich bedanke mich für den Besuch. 1251 Zuschauer waren da und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns auf das nächste Heimspiel. Dankeschön.